Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Enderal. Wir begeben uns hier mal ein bisschen weiter durch die Gegend. Hallo Eiselementar. Also sind wohl doch hier noch ein paar Gegner respawned. Aber kein allzu großes Problem hier. Wir können noch ein bisschen XP sammeln. Weil gegangen sind wir den Weg ja schon relativ sicher mal. So, dann haben wir es gleich. Jetzt so langsam rechts halten da unten. Hallo. So. Na komm. Komm. Dankeschön. Der wäre weg. Na komm. Du kannst auch mal weg. Vielen Dank dafür. Gibt auch nochmal XP. Wie sieht das eigentlich XP-mäßig aus? Ja, so die Hälfte. Dann hauen wir dich noch gerade platt, du Kristallelementar, du. So. Und nun genau diesen Weg. Schon da ich mich letztes Mal mit dem... mit unserem Viech ein wenig verlaufen. Und dann hier hoch. So war das doch. Ich erinnere mich dunkel. Speichern. Wo haben wir die? Da haben wir die Taste. Blind auf der Tastatur rumhämmern ist, glaube ich, nie so sinnvoll. Ich meine, hier geht es zum Glück, aber bei anderen Spielen, wie zum Beispiel Risen war das ja, wo halt Schnellspeichern direkt neben Schnellladen lag und da hast du dich dann wirklich oft mal verdrückt. Oder ich zumindest. Na gut, dann kommen wir aber doch noch gut voran hier. Können wir hier noch einmal hochrennen. Und da hinten können wir dann irgendwie runterhüpfen. Hallo Hase. Hallo Mammut. Ach komm. Wenn wir schon mal hier sind. Okay. Ihr seid mittlerweile fast ein One-Hit. Schön. Ja. So, dann mal hier runter. Jetzt speichere ich noch mal schnell. Aber das sollte ja dann einigermaßen passen. Letztes Mal hat es ja auch mehr oder weniger geklappt. Bin ja echt mal gespannt, wie da der offizielle Weg ist. Und ich glaube, ich muss das letzte Mal da runter. Ich glaube, das überlebe ich dann doch nicht. Oder? Okay. Gerade noch mal so gut gegangen. Ja. Brot ist aufgebraucht. Schade. Dann leckere Ziegenkeule. Ich
könnte halt mal ganz da runter. Ich glaube, das ist ja halt auch der reguläre Weg dann. So. Nett. Ich hoffe, wir kommen jetzt hier irgendwie hoch. Ach, da drauf genau. Na komm. Das bringt mich nicht so wirklich viel weiter. Wäre, glaube ich, echt einfach gewesen, von da oben runter zu hüpfen. Habe ich den Eindruck. Ich glaube, von hier unten ist tatsächlich kein Durchkommen oder kein Hochkommen. Das ist komisch, ich dachte, da gibt es tatsächlich einen regulären Weg oder so, irgendwas dahin. Okay, die sind jetzt etwas einfacher. Sehr gut. Aber ich fürchte, ich muss da jetzt echt nochmal neu laden. Wo war mein letzter Speicherstand? Sonst muss ich den Weg halt nochmal gehen. Ach, hier oben, super. Oder? Ich glaube, ich bin schon nicht schon runtergesprungen. Fürchte, ja. Ne, ich kann aber nochmal zurück. Gut. Dann machen wir das Ganze nochmal. Und suchen uns mal ein bisschen vielleicht da oben einen etwas anderen Hügel, wo wir runter können. Du läufst auch ein bisschen schief hier durch die Gegend, ne? Hier vielleicht. Ja, ich glaube, das letzte Mal bin ich hier irgendwie runtergesegelt. Ich guck mal. Das dürfte einigermaßen hinkommen. So, jetzt merken erst speichern, wenn wir wirklich unten angekommen sind. Kann ich mal gerade gucken? Ja, ich denke, das sollte aber gehen jetzt. So, dann jetzt wieder Ziegenkeule rein. So weit wollte ich nicht. Es ist hier ein Stress. Na, du Troll. Hier oben scheint noch irgendwas Interessantes zu sein. Habe ich so den Eindruck. Wo ging es hier nochmal runter? Wegen so ein bisschen Schneewolf so einen Stress schieben hier. Ich weiß ja nicht. Hier könnte es vielleicht klappen. Okay, dann versuchen wir es nochmal. Die Probiererei. Letztes Mal habe ich es aber schneller gefunden irgendwie. Ich glaube, da hatte ich es direkt am ersten oder zweiten Anlauf.
Ah, guck mal, hier können wir noch ein bisschen auf dem Schnee rumlaufen. Wäre ganz gut, wenn ich das jetzt mal sehen könnte. Ah ja, so zum Beispiel. Da bin ich wohl ein wenig durchgeglitscht. Aber ich, ja, ich glaube, das ist doch mehr oder weniger. Die Richtung stimmt. Ich glaube, das könnte da was werden. Ja, ich glaube, wir rennen hier aber echt im Schnee schon rum. Also im Felsen. Aber noch geht's. Boah, bin ich froh, wenn ich das gleich geschafft habe. Also, wie gesagt, ich hatte es den Eindruck, beim ersten Mal hatte ich da bei weitem nicht so viele Probleme. Es ging alles etwas besser. So, genau, dann hier einmal durch. Darunter. Dann versuchen wir uns hier mal am Abhang entlang zu hangeln. Das könnte böse enden. Ne? Doch nicht. Aber ich glaube, dann haben wir es auch. Aua. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Hier runter. Da runter. Aua. Und dann können wir da ja rein. Hopp. So. Geschafft. Genau, ich erinnere mich. Ja, dann, ja, ich denke mal, wir sollten jetzt etwas besser zurechtkommen. Hier hatten wir ja schon aufgeräumt das letzte Mal. War dann halt da drin das Problem, dass wir nicht mehr weiterkamen. Das lohnt sich alles nicht. Ich denke, wir werden da drin aber eine ganze Menge Zeug finden. Tür öffnen. Tür öffnen. Genau hier kamen ja dann die Spinnchen. Aber das geht jetzt hier alles noch deutlich besser. Haben wir auch wieder ein paar Level gemacht. Mittlerweile. Obwohl, ein bisschen Schaden kriegen wir doch noch. Ihr verzieht euch schon wieder. Hui, und Stufe 42. Das ist nett. Erstmal Ausdauer. Erinnerungspunkt machen wir, wie gesagt, später. Was haben wir denn hier? Schild des Widerstandes. Okay, sieht auf jeden Fall, also ist auf jeden Fall was wert. Bringt uns das denn was? Leichte Rüstung, ne. Leider nicht. Ja, ich glaube, hier war die Ecke, wo wir das letzte Mal so Probleme hatten. Und nicht mehr weiterkam. So, das ging jetzt aber deutlich besser. Speichern wir mal. Und versuchen, das Schloss zu knacken. Okay, mal gucken, wo der Punkt ist. Interessant. Ah ja, hier haben wir was. Gut. Nicht ganz. Jetzt aber. Schön.
Wir haben den Schlüssel halt gekriegt. Ich hoffe, das macht sich dann nochmal bemerkbar. Schattenspiele. Schön hier. Das Geld nehme ich mal mit. Den Mana-Trank nehme ich mal mit. Stimmt, Tränke hätte ich ja notfalls auch noch wegschmeißen können, das letzte Mal, als wir so überladen waren. Ach stimmt, hier waren wir auch schon drin, oder? Dann hat uns aber hier die Spinne zerlegt. Jetzt ist das hier alles gar kein Akt mehr. Also klar, kein One-Hit, aber... es geht auf jeden Fall schon mal deutlich besser. Nö, Truhe. Du hast eine Assassinenkapuze, Dietriche, die wir gerade verbraucht haben, und die Tränke. Spinnenbeute, bisschen Spinnengift. Sehr schön. Aber das scheint wirklich so ein bisschen jetzt hier ein bisschen herausfordernder zu sein. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Können wir dann auch mal so ein bisschen verdeckt vorgehen. Das könnte ich vielleicht mal noch steigern, fällt mir gerade ein. Also, dass wir halt Schleichbonus vom Bogen kriegen. So, haben wir da irgendwas? Schnellschuss. Schneller schießen. Das ist leichte Rüstung, Gift, Tragplatz, das ist schon mal nicht schlecht. Rüstungsbonus, Getränke. Mechanische Spinne, nicht unbedingt. Ich glaube, das war aber hier, oder? Schleichangriffe, ja. Dann sollten wir hier irgendwann mal rein investieren. Meuchelmörder. Ah ja, da genau. Okay. So. Gut, dann wird es da rein investiert. Weil, wie gesagt, sonst sehe ich im Moment keine allzu großen Möglichkeiten noch oder allzu großen Sachen, die uns was bringen würden. Und schon haben wir uns hier eine Dings wieder gespart. Hi. Okay, das wird übel. Das wird tatsächlich übel. Dann werden wir hier ein paar Tränke benutzen. Standard bitte. Das ist aber echt gut, dass wir diesen schweren Angriffen quasi ausweichen können. Aua, 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 aua. Wie gut ist mein Drang? Verziehst du dich jetzt? Das kann ich leider nicht zulassen. Och, bleib doch nicht hängen. Echt jetzt? Da unten bleibst du hängen? Ich glaube, der Genesungstrank ist wieder aufgebraucht. So was aber auch. Zack. Sehr schön. Jupp, das war tatsächlich mal wieder etwas fordernder.
Okay, bitte nach Wert-Gewicht-Verhältnis. Ein großer gefüllter Seelenstein. Das lobe ich mir. Set-Gegenstand haben wir. Set-Gegenstand. Der sieht cool aus. Schwere Rüstung sogar. Ein Angriff für mehr Schaden, zwei Angriffe neu befestigt. Wäre interessant. Dynamo jetzt nicht. Den Schlüssel nehme ich mal noch mit. Dankeschön dafür. So. Wir haben ein paar Hebel, mit denen werden wir uns in der nächsten Folge mal beschäftigen. Mal gucken. Ach, wahrscheinlich hätten wir da dann Feuerschaden, oder? Ach nee, wir fahren einfach hoch. Und das führt runter. Okay. Ich glaube, wir sind auch mehr oder weniger auf dem richtigen Weg, oder? Ich frage mich ja, wie da Dings dran vorbeigekommen ist. Wir müssen weiter runter, oder? Ja. Okay, wir schauen uns hier das nächste Mal um. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal dann wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.